Funktioniert das? Ja, ihr hört mich. Hiermit erkläre ich unsere Versammlung auf dem schönen Marktplatz in Schwäbisch Hall für eröffnet. Super, dass ihr alles da seid. Einen wunderschönen guten Morgen in Schwäbisch Hall und herzlich willkommen bei Horn for Hope. Zusammen mit Stefanie, Thomas, Viva Latina, mir und vor allem euch allen hier auf dem Platz. Im vierten Jahr sind wir nun mit Horn for Hope auf den Marktplätzen des Landes unterwegs. Wir stehen ein für unsere Freiheit und Grundrechte. Und Wahrheit. Für die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Für Friedensverhandlungen und Stopp der Waffen- und Panzerlieferungen in Krisengebiete, so wie von den Grünen beim Bundeswahltagswahlkampf 2021 auf den Wahlplakaten versprochen. Wir stehen ein für den Erhalt des Bargelds, für Transparenz über die Inhaltsstoffe unserer Nahrungsmittel und für bezahlbare Energiepreise und Aufhebung der Sanktionen. Ja, früher hatte man Angst vor der Dunkelheit. Heute hat man eher Angst vor dem Licht und vor kaum mehr bezahlbaren Heizkosten. Da freuen wir uns umso mehr auf den nahenden Frühling. Der meteorologische Frühling zumindest beginnt ja bereits in gut 3 Wochen. Ich liebe den Frühling ist daher heute unser erstes Lied. Wir singen es 2-mal. Das erste Mal gemeinsam. Und dann sofort anschließend das 2. Mal versetzt in 4 Gruppen. Nach jeder Zeile setzt die nächste Gruppe ein. Ich zeige euch das an. Und wer durch ist, singt einfach weiter mit. Dum de booster, 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 dum de booster. Ja, wir ersetzen hier ein kleines bisschen das Schlagzeug. Die Melodie kennt ihr, das ist die Melodie von I Like the Flowers. Beim Sternchen sind jeweils kleine Pausen, da kann man schnippen. Ich liebe den Frühling. Ich liebe den Frühling, ich liebe den Sonnenschein. Wann wird es endlich auf Erden wieder sein? Ich stehe Tag vor Hoch für die Freiheit ein. Dum de booster, dum de booster, dum de booster, dum de booster. Schluss mit euch!
zum Heul. Thunderbooster, 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 Thunderbooster. Und lassen Menschen das denunzieren sein. Anstellte Medien, die Propaganda ein. Wir wollen die Wahrheit sehen, statt nur Lügerei. Thunderbooster, 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 Thunderbooster. Wir leben in wahrhaft irrsinnigen Zeiten. In Zeiten der großen Is. Indoktrination, Ikonen, Insolvenzen, Invasionen, Injektionen. In Zeiten, in denen man ungefragt unzureichend getestete und gefährliche Substanzen in den Menschen einbringt. Und das Ganze auch noch international. Neben Impfungen, nun auch seit der neuen EU-Verordnung vor knapp 2 Wochen, Insektenmehl in Lebensmitteln, Hausgrillen, Mehlwürmer und Co. Da basteln die Chemiekonzerne jahrelang an veganen Fleischalternativen, um dann gemahlene Käfer darunter zu mengen. Wohingegen Erzeugnisse aus jahrhundertealten Heilpflanzen verboten werden sollen. Aber damit bekommt zumindest die Redewendung Schmetterlinge im Bauch eine völlig neue Bedeutung. Weiteren Irrsinn besingen wir im nächsten Lied. Ja, wenn die Schwaben die Franken treffen. Wir haben 2 schwäbische Lieder für euch nach Schwäbisch Hall gebracht. Auf der Schwäbische Eisenbahne. Achtung! Wir nehmen die aktuelle Version in der Heftmitte, nicht die auf der letzten Seite, die in der Heftmitte. Und den Maskenzauber lassen wir diesmal draußen. Wir singen die 1. Strophe und machen danach mit Strophe 7 weiter. Ja.
Auf der Test-Corona-Bahne rollt der deutsche Zug im Wahne. Ungeachtet Volkeszorn beginnt der Tanz nochmal von vorn. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Ungeachtet Volkeszorn beginnt der Tanz nochmal von vorn. Und so geht der Wahnsinn weiter, hört Herrn Lauterbach da schreien. Immer mehr vom Impfstoff her, nächster Booster bitte sehr. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Immer mehr vom Impfstoff her, nächster Booster bitte sehr. Dass die Impfungen nichts nützen und mehr schaden als sie schützen, wirft das Hohn und mag nicht mehr. Impfzentren, die stehen leer. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, wirft das Hohn und mag nicht mehr. Impfzentren, die stehen leer. Weiter so, doch wer versteht es? Umgestaltung, darum geht es. Sind nur neue Themen dran. Klimakrieg und Genderwahn. Trulla, trulla, trullala. Trulla, trulla, trullala. Sind nur neue Themen dran. Klimakrieg und Genderwahn. Der Geschlechter gibt es viele, trans zu sein gehört zum Ziel. Bald ist die Entscheidung dein, Männlein oder Weiblein sein. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Bald ist die Entscheidung dein, Männlein oder Weiblein sein. Bürger und die Bürgerinnen will zum Gendern man gewinnen. Trägt die deutsche Sprache zu Grab, doch wir lehnen Gendern ab. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Trägt die deutsche Sprache zu Grab, doch wir lehnen Gendern ab. Frieden schaffen ohne Waffe, hörte man die Grünen blaffe. Doch sie schaffen eins, zwei, drei Waffen für den Krieg herbei. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Doch sie schaffen eins, zwei, drei Waffen für den Krieg herbei. Sollten Menschen demonstrieren, weil sie sich gern wollen frieren, sind zuvor mit einem Rutsch, Keiler beide Pipelines futsch. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala, sind zuvor mit einem Rutsch, Keiler beide Pipelines futsch. Sparsam sein ist die Devise, Kretschmann hilft uns durch die Krise. Lampen vorn und hinten auf, und die Welt hält sich den Bauch. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Lampen vorn und hinten auf, und die Welt hält sich den Bauch. Leute, lasst euch nicht betören und die Wirtschaft euch zerstören. Wehret euch und schaut darauf, haltet die Agenda auf. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Wehret euch und schaut darauf, haltet die Agenda auf. Das sind keine kruden Thesen, bei Klaus Schwab, da kann man lesen. Nicht so sehr dein eigen sein, aber du wirst glücklich sein. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Nicht so sehr dein eigen sein, aber du wirst glücklich sein. Die Moral von der Geschichte, traue unseren Ohren nicht. Selber denken schadet nie, doch vergiss das RKI. Trulla, trulla, trullala, trulla, trulla, trullala. Selber denken schadet nie, doch vergiss das RKI.
Ja, mit allerlei Ablenkung und Nebenschauplätzen wird uns Menschen das Gefühl gegeben, gleichberechtigt zu sein und Rechte zu haben. Sozialdemokraten in der Schweiz fordern die Gleichstellung bei der Namensgebung von öffentlichen Plätzen. So sollen Luzerns Straßen künftig nur noch nach Frauen benannt werden. Ist das nicht schön? Auch die Würde von Mumien sollte keinesfalls verletzt werden. Deswegen immer mehr Museen selbige nun als mumifizierte Personen bezeichnen. Naja. Im ARD-Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente stellte sich eine Transfrau als Frau ohne Menstruationshintergrund vor. Und ja, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dürfen wir ja dann ab 14 Jahren jährlich das Geschlecht wechseln. Und weil wir ja so selbstbestimmt sind, sind wir dann stattdessen eben Menschen ohne Vakzinationshintergrund. Das ist wohl auch besser so. So wird doch weltweit seit Beginn der mRNA-Impfkampagne eine drastische Übersterblichkeit gemeldet, mit immer abstruseren Ausreden fürs vermehrte Sterben durch Schlaganfälle und Herzinfarkte. Neben falscher Atmung beim Schneeschaufeln, Achtung, kommt bald wieder, dem Klimawandel, sich zu sehr gefreut zu haben, haben nun aber britische Medien die wahren Gründe gefunden. Eier, Soda, Süßigkeiten und eine Überdosis Deodorant. Ich hab keinen Bock mehr. Weiter geht's mit Vida Latina. Den Refrain singen wir alle mit. In der Mitte des Heftes gibt's ein Blatt mit allen Refrains von Vida Latina. Ich hab keinen Bock mehr. Aber das kann die Tina viel besser. Platz in unserem Land. Die Hand kein Wort.
Freunde, ein Artikel aus der Berliner Zeitung hat meine Aufmerksamkeit erregt. Dort stellt ein Lehrer aus Leipzig entscheidende Fragen zur Corona-Politik der letzten 2,5 Jahre. Er trägt den Titel: Wieso haben wir nicht protestiert? Wo ist die Aufarbeitung? Die Beantwortung dieser Fragen ist von großer Bedeutung für den zukünftigen Umgang mit derlei Ausnahmesituationen, wie wir sie während der Zeit der Anti-Corona-Maßnahmen erlebt haben. Also sollten wir uns dringend um eine kritische und sachliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik bemühen, die dann hoffentlich zu den entsprechenden Antworten führt. Pünktlich zum Weihnachtsfest verkündete Deutschlands Top-Virologe Christian Drosten, dass seiner Einschätzung nach die Corona-Pandemie beendet sei. Diese Einschätzung begründete er damit, dass nach diesem Winter die Immunität in der Bevölkerung so breit und belastbar sein werde, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne. Maßgeblich dafür sei seiner Meinung nach die hohe Impfquote in der Bevölkerung und die getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten 1 Million oder mehr Corona-Tote verhindert. Hört, hört! Prüfen lassen sich alle drei Aussagen freilich nicht. Allem voran aufgrund der miserablen Datenlage, an der sich bis zum heutigen Zeitpunkt nichts wesentlich geändert hat. Allerdings steht nach fast 3 Jahren Corona-Pandemie, besser gesagt nach 3 Jahren staatlich verordneter Anti-Corona-Maßnahmen, aber auch fest, dass diese Maßnahmen massive Schäden in vielen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens hinterlassen haben. Ihre Auswirkungen werden noch viele Jahre spürbar sein. Als Lehrer gilt mein besonderes Interesse den Folgen der Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Schon im März 2020 stand ich den massiven Einschränkungen im Bildungsbereich sowie dem Tragen von Masken sehr kritisch gegenüber. Ich befürchtete, dass die negativen Folgen dieser Maßnahmen größer sein könnten als ihr Nutzen in Bezug auf ein mögliches Eindämmen der Pandemie. Inzwischen ist es nahezu unstrittig. Kinder und Jugendliche hatten mit am meisten unter den negativen Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen zu leiden. Mittlerweile ist zwar weitgehend der Alltag in den Schulen wieder eingetreten, aber die negativen Auswirkungen der Anti-Corona-Maßnahmen halten immer noch an. Und obwohl dies inzwischen so deutlich sichtbar ist, nehme ich im Schulbereich so gut wie keine Diskussion über die ausgebliebene Wirksamkeit der Maßnahmen und damit über ihre Verhältnismäßigkeit wahr. Meines Erachtens wird auch in der breiten Öffentlichkeit immer noch viel zu wenig darüber diskutiert und gerade deshalb mache ich mir Sorgen, dass es wieder geschehen kann. So ist es mir bis heute in Bezug auf die Erforderlichkeit der Maßnahmen im Schulbereich unerklärlich, dass beispielsweise die vielen Mathematiklehrer und Lehrerinnen unter uns die Zahlen, in Anführungszeichen, anhand derer die pandemische Situation nahezu stündlich beschrieben werden sollte,
nicht kritisch hinterfragt haben. Wie konnte es passieren, dass sie nicht aufgeschrien haben, als man einzig und allein anhand der täglichen Zahl an positiven PCR-Testergebnissen, Inzidenzen, R-Werte und so weiter berechnet hat, womit dann die Anti-Corona-Maßnahmen auch im Bildungsbereich begründet wurden, die sich insbesondere auf jene Kinder und Jugendlichen negativ auswirkten, die ohnehin schon benachteiligt waren? Wieso hat niemand widersprochen, wenn mithilfe von Zahlen der im Zusammenhang mit Corona-Verstorbenen regelmäßig beängstigende Szenarien entworfen wurden, obwohl hinter der täglich verkündeten Zahl tatsächlich zunächst jene Verstorbenen steckten, die bis zu 30 Tage vor ihrem Tod ein positives PCR-Testergebnis erhalten hatten? Wo waren die kritischen Stimmen, als von einer angeblich 95-prozentigen Schutzwirkung der Impfstoffe gesprochen und die Vorstellung auch im Schul- und Bildungsbereich verbreitet wurde, dass sich vollständig Geimpfte mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr mit SARS-CoV-2 anstecken könnten? Nach der Zulassung der Corona-Impfstoffe Ende 2020 und mit ihrer zunehmenden Verfügbarkeit im Frühjahr 2021 habe ich erlebt, wie auf Beschäftigte in Bildungseinrichtungen, aber auch auf Kinder und Jugendliche, genau wie auf alle anderen Menschen in der Bevölkerung, ein massiver Druck ausgeübt wurde, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Geimpfte würden sich deutlich seltener mit SARS-CoV-2 anstecken und das Virus seltener an andere Menschen weitergeben. Außerdem wären sie vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Selbst eine Herdenimmunität wäre erreichbar, so hieß es von namhaften Wissenschaftsjournalisten und Journalistinnen. Ich frage mich heute, wie es passieren konnte, dass Biologielehrkräfte die Behauptungen bzw. Prophezeiungen über die Wirkung der Impfung gegen Covid-19 nicht kritisch hinterfragt haben. Und warum haben sie nicht widersprochen, als es hieß, der Impfstoff sei praktisch nebenwirkungsfrei? Ihr biochemisches Grundwissen allein hätte ausgereicht, um aufzuhorchen, als erklärt wurde, dass der Impfstoff an der Einstichstelle verbleiben würde. Warum war Ihnen nicht klar, dass sich die Nanolipidpartikel mit der mRNA aus dem Impfstoff grundsätzlich überall im Körper verbreiten und prinzipiell von jeder Zelle aufgenommen werden können, die dann Spike-Proteine produziert und von Immunzellen angegriffen wird, wodurch es zu Entzündungen kommen kann? Mit der Einführung der sogenannten 2G-Regeln wurde die Gesellschaft durch politische Entscheidungsträger in geimpfte und ungeimpfte Menschen eingeteilt. Befeuert durch weite Teile der Medien. Insbesondere durch die Öffentlich-Rechtlichen mit ihren Faktencheckern wurden Geimpften und Ungeimpften bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Hier die angeblich solidarischen, vernünftigen, informierten Menschen. Dort die egoistischen, unvernünftigen, desinformierten Leute. Kurzum. Hier die Guten, dort die Bösen. Ich frage mich, wie konnte es passieren, dass Deutschlehrkräfte den damit verbundenen verbalen Entgleisungen wie Tyrannei der Ungeimpften, wir erinnern uns, Frank-Ulrich Montgomery, Weltärztepräsident, der Forderung, dass die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen solle, Nikolaus Blome, Chefredakteur, ehemaliger, glaube ich, der Bild oder was, oder dem Vergleich von Kindern mit den Ratten während der Pest, Jan Böhmermann, nicht entschieden widersprochen haben? Wie konnte es passieren, dass Ethiklehrkräfte die Diskriminierung der Ungeimpften unwidersprochen hingenommen haben? Beschlossen wurden die Anti-Corona-Maßnahmen regelmäßig von der Ministerpräsidentenkonferenz unter Umgehung der Parlamente. Kritik am Inhalt und am Zustandekommen dieser politischen Entscheidungen wurde schnell öffentlich als Schwurbelei, Querdenkertum oder gar rechts- bzw. rechtsradikale Meinung betitelt. Ich frage mich, wie konnte es passieren, dass Politiklehrkräfte dem nicht widersprochen, nicht auf die Interessengeleitetheit politischer Entscheidungen hingewiesen und die konstitutive Bedeutung des Meinungspluralismus für die Demokratie nicht unterstrichen haben? Selbst die Verbände und Gewerkschaften, die die Interessen von Lehrkräften und Pädagogen vertreten, haben diese Fragen bisher nicht gestellt. Wie konnte es passieren, dass Gewerkschaften und Verbände, die sonst immer kritisch gegenüber der Übermacht des Staates waren, auf einmal nicht nur völlig uneingeschränkt für die von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen unterstützten, sondern sogar noch weitere Verschärfungen forderten? Sie müssen doch geahnt haben, dass sich dadurch die Bildungschancen vieler Kinder und Jugendlicher gerade aus benachteiligten Verhältnissen
noch weiter verschlechtern würden. Wie konnte es dann passieren, dass diese wichtigen Akteure im Bildungsbereich in einer Zeit, als Kinder und Jugendliche ihre Stimme besonders gebraucht hätten, die Bedürfnisse dieser Menschen gerade nicht mehr im Blick hatten? Kitas und Schulen sind Bildungseinrichtungen. Schulen haben einen gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Ihre Aufgabe besteht unter anderem darin, bei Kindern und Jugendlichen kritisches Denken zu fördern. Nach allem, was passiert ist, frage ich mich inzwischen, wie können Schulen diesem Auftrag gerecht werden, wenn die Menschen, die dort arbeiten, gerade dieses kritische Denken im Hinblick auf den Umgang mit den staatlich verordneten Anti-Corona-Maßnahmen nicht vorleben konnten? Und ich frage mich, wie kann sich das ändern, sodass Einschränkungen im Schulbereich und damit Bildungschancen nicht erneut davon abhängen, ob ein Virologe den Beginn oder das Ende einer Pandemie verkündet. Vielen Dank. Ja, ich denke, die Aufarbeitung beginnt. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall erst einmal einen großen Sonderapplaus für euch alle, die hier auf dem Platz stehen, hier bei Wind und Wetter. Ihr habt das Große losgezogen. Nach 38 Versammlungen ist es erst das zweite Mal, dass wir Schneetreiben haben. Glückwunsch! Ja, und es ist toll, dass wir heute so viele sind. Ja, wir sind viele Millionen, heißt unser nächstes Lied. Der Staat, der schädigt Millionen, lässt alte Einser zurück. Eiskalt die Obertonen, inszenieren das Schurkenstück. Immer mehr ans Tageslicht. Wir haben eine Fake-Pandemie mit Vida Latina. Beim Refrain singen wir alle mit.
Wir möchten eines klarstellen. Mit diesem Lied wollen wir weder die Opfer der Krankheit verhöhnen, noch die Krankheit selbst leugnen. Wie wir das bei anderen Krankheiten auch nicht tun. Einzig beim Erheben von Corona zur weltweiten Pandemie gehen wir nicht mit. Aus mittlerweile allseits bekannten Gründen. Fake Pandemie. Mittlerweile ein Klassiker. Vielen Dank für dieses wunderbare, einzigartige, unvergessliche Lied. Ja, obwohl eine Meta-Analyse britischer Wissenschaftler mit 78 Studien zu dem Ergebnis kommt, dass Masken nicht vor Infektionen schützen, hält unsere Presse weiter am gegenteiligen Narrativ fest und berichtet über Menschen, die das Auslaufen der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln so bedauern, die sie gerne dauerhaft beibehalten wollen und überdies die Segnungen der Impfung preisen. Aber die groteskesten Situationen erlebt man live und in Farbe, jüngst in einem großen Trainingsraum beim Physiotherapeuten. Außer mir war nur noch eine Frau, die mit zwei Masken übereinander trainierte und schwer atmete. Auf meine Nachfrage, ob sie denn so genügend Luft bekäme, kam die Antwort in etwa so, ich kann es nicht ganz so gut, Hanoi, das macht nichts, da hätte ich mich da gewähnt. Wisst ihr, das wird nicht der letzte Virus sein. Die Wissenschaft sagt, das liegt alles an denne Wildtier. Wir nehmen denne der Lebensraum weg und darum gibt es die ganze Viren. So in etwa hat sie es gesagt. Da war ich einen Moment platt. Ja, und dann kam leider der Physiotherapeut, da konnte ich nicht weiter und nicht irgendwie eine Diskussion starten. Herr Schmeiß-Hirnrahm. Eine Insel, eine einsame Insel in der Sonne. Island in the Sun. Und siehe da, der Schnee hört auf. Vielleicht kommt bald noch die Sonne raus. Ne? Bei Island in the Sun. Na? Ja. Thank you.
Vielleicht schon anklingen hören, aus aktuellem Anlass singen wir nun ein berühmtes Antikriegslied, das auf einem kosakischen Volkslied basiert und sowohl russische als auch ukrainische Wurzeln hat. Es gab damals noch keine nationalen Grenzen zwischen Russland und der Ukraine. Sag mir, wo die Blumen sind. Von Piet Sieger aus dem Jahre 1955. Wir singen die deutsche Fassung. Thank you.
Ja, wann wird man je verstehen, dass Waffen niemals Frieden bringen, sondern töten? Auf beiden Seiten. Wann wird man je verstehen, dass Panzer keine Leben retten, auch wenn uns Krieg als Frieden verkauft wird? Verdrehte Welt. Denn es brauchte nur eine Grippe aus einem Labor in Wuhan, um die Menschen 3 Jahre lang in Angst zu halten. Ein Krieg mit einer Atommacht wäre für viele dieser Menschen aber durchaus in Ordnung. Putin hat auf die Bedrohung durch deutsche Leopardpanzer eine Antwort angekündigt. Glauben die Menschen tatsächlich, dass ein Krieg sie nicht betrifft? Denken Sie so wie Herr Habeck, der sagt, dass er selbst ja dort nicht kämpfen und auch nicht sterben würde? Warum nicht? Glauben die Menschen tatsächlich, dass ein Krieg sie nicht betrifft, dass also alles in Ordnung ist, solange sie das nicht betrifft? Hevenu Shalom Alechem. Wir wiederholen das Lied einige Male. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Shalom, Shalom Alechem. Gott schenkt uns Welt und auch um inneren Frieden, denn innerer Frieden beginnt in dem Moment, in dem du entscheidest, Ereignissen oder anderen Menschen nicht mehr die Macht zu geben, deine Gefühle und Gedanken zu kontrollieren. Und vor uns liegt die Zukunft mit Vida Latina. Den Refrain singen wir wieder, alle wieder mit. Come on, let's go.
Herzlichen Dank für die Einladung nach Schwäbisch Hall, liebe Gudrun, liebe Margit. Danke für euer zahlreiches Kommen und Mitsingen. Mich würde interessieren, wer ist das erste Mal heute bei Horn verhaupt dabei? Oh, ja, da bin ich das erste und hoffentlich nicht das letzte Mal. Weiter geht's mit Horn verhaupt in genau einem Monat, am 5.3. voraussichtlich in Stuttgart-Vaihingen. Ich hoffe, dass ihr da alle wieder mit dabei seid und noch viel mehr. Ja. Und wenn uns ja die letzten 3 Jahre eines gebracht haben, dann ist das unser unerschütterlicher Zusammenhalt, unsere Vernetzung im reellen Leben. Wir wollen die Schwingung hochhalten und mit Gottvertrauen in die Zukunft blicken. Zum Abschluss nochmals gemeinsam mit Vida Latina. Gut, dass wir uns haben. Yeah.
Ja, das ist die Stelle, wo man jetzt